Hi Leute, hier ist eure Skull Dorissa zu einem neuen Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part haben wir der Zeit versucht, es hat aber leider nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind immer noch mehr oder weniger beim dritten Abschnitt, der in diesem Kinderlied beschrieben wird, nämlich dem mit der strahlenden Sonne und ich versuche jetzt einfach mal weiterzukommen. Es kann sein, dass ich noch ein paar Mal versage, ich habe das Ganze nicht geübt, ich habe bloß wieder bis hierher gespielt. Und das war's eigentlich. Und ich lese dann mal wieder den Liedtext vor und gucke dann, dass ich damit weiter zurechtkomme. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, das ist das Blatt Papier. Oder mein Vater, der vielleicht wach wird. So. Willst du zur strahlenden Sonne baden in leuchtender Wonne? Dann blicke nach Süden vom Mond aus ganz klar. Der Pfad durch zwei Wirbel wird dir offenbar. Also ich muss hier durch zwei Wirbel fahren. Achso, gleich das nächste lesen. Doch bleibt keine Zeit, um zu verschnaufen, musst du doch zweimal im Kreise laufen. Eile, vergiss die finsteren Horden, laufe nach Westen und Sechse nach Norden. Sechse. Definitiv sechs, okay. Also ich muss nach Westen und nach Norden. Zack. So, das war die Stelle, wo ich im letzten Part einmal verkackt habe. So, ich sehe jetzt mir mal den Fels an und jetzt fahre ich im Kreis. Eins, zwei, verdammt, so, jetzt angucken, damit ich den Kreis unterbreche. Oh, nee. Jetzt habe ich Mist gebaut. So, das Navigieren mit dem Schiff ist teilweise ein wenig schwer für mich. So, und jetzt vorsichtig, damit ich auch in keinen Strudel gerate. Gut. Nach Westen, Sechse, nach Norden. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Oh, verdammt. Ich darf jetzt wieder von vorne anfangen. Yay! Okay, ich werde mir was einfallen lassen müssen, wie ich da fahren muss. So, ich habe den Weg noch so weit im Kopf, obwohl jetzt zwischen dem letzten Part und diesem wieder ein Tag liegt. So. Nein. Zeiger der Uhr. Zweimal rum. Oben den Ansatzpunkt haben. Damit wir das auch schaffen mit der Fahrt. Und hier rein. Schnell in den Strudel. Dann als nächstes hier rein. Ja. Hoch. Und das. Nein. Timing ist ein bisschen scheiße. So, hier. Verdammt. Ich wette, es gibt Leute, die das hier in einem Zug schaffen. Und sich gerade darüber totlachen, wie ich versage. So, Moment. Wie war das nochmal? Ja, dreimal im Kreis, bla bla. So, nein. Eins, zwei. Oh, verdammt. Okay, eins. Zwei. Drei. Und wir sind durch. Gut, bei dem Stern, was mussten wir nochmal? Nach Westen drei Wirbel. Das ist aber auch ein ziemlich interessantes Rätsel. So, hier musste ich zweimal fahren und nach Süden und Westen. Wieder verkackt. Toll! Juhu! Wow! Das war diesmal gut bei den Strudeln. Nein, angucken. Weil wenn ich nicht oben den Ansatzpunkt habe, schaffe ich es nicht durch die Strömung. Und ich habe ehrlich gesagt nicht Lust, das schon wieder neu zu machen. Nein! Verdammt! Ein paar Pixel zu wenig. Verdammt. Ich schaffe das. Ist klar. Nein. Verdammt. Nein. So. Angucken. Eins.
nein. Oh, verflixt. So, jetzt angucken. Eins. Zwei. Dieses Rätsel kann nicht von der Natur ausgemacht worden sein. Das ist menschengemacht. Da bin ich mir so ziemlich sicher. So. So, jetzt. Eins, auch wenn es gegen den Uhrzeigersinn ist. Zwei. Drei. Gut. Eins. Oh, verflixt. Und zack. Nein. Gut. So, von hier aus zweimal. Nein, nicht schon wieder. Also so langsam wird's peinlich. Nein, lass das. Böser Baumstumpfstein-Dingsi. Das ist ein Unterwasservulkan. Endlich, wenn ich das richtig erkenne. Nein! Ach, Moment. Ach, so kann ich den ganzen Weg hier umgehen. Bin ich doof. Ich glaube, ich habe den Weg sogar schon mal gefunden. Und jetzt habe ich mir immer diese Umstände gemacht. Deswegen, oh Mann, ist das ärgerlich. Na gut, nein, hier ansetzen. Eins. Verdammt. Okay, dann haben wir da den Ansatzpunkt. Das schaffen wir, glaube ich. Nee, schaffen wir nicht. So. So. Was? Oh, shit. Habe ich mich verzählt. Eins. Gut. Rüber. Dahin. Na komm. So. Und... nein. Oh Gott, ich muss hierher. So. Oh, schon erledigt? Gut. Gut. Hier war ich wieder. Moment. Ach nein, ich bin noch gar nicht beim Mond, siehste. So, hier muss ich dreimal. Gut. So, was muss ich jetzt machen? Vom Mond aus nach Süden. Zwei Wirbel. Laufe nach Westen, sechs nach Norden. Das ist immer noch diese Phrase, die mich verwirrt. Also, er gibt definitiv an sechs. Ach, Moment, die Strudel da, die hochgingen. Vielleicht ist das eher der Ansatzpunkt, den wir brauchen. Oh, verflixt. Ich versuch's mal. Entweder ich verkacke oder ich hab's richtig gemacht. So. Eins.
2, 3, 4. Ich glaube, ich bin doch richtig. Oh, wir haben ein Stück weiter geschafft. Yay. Das heißt, ich habe es vorher verkackt, weil ich die Strömung hier hochschwimmen wollte. Ei, bin ich doof. Laufe dann dreimal im Kreis, okay. 1, 2, 3. Okay. Wow. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Eins, zwei. Fehlt mir ein Teil? Es kann sein, dass mir jetzt ein Teil fehlt. Nee. Fehlt er mir. Wo bin ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich folge einfach mal den Strömungen, die hier sind. Oh, Moment, wo sind wir hier? Was ist hier los? Hä? Ach du Scheiße. Wie jetzt? Ein Boss? Poseidon? Warum Poseidon? Und... Oh Gott. Was ist hier los? Okay, wir müssen gucken, dass alles sitzt. Moment. Wieso habe ich Blüte nicht aus... wieso habe ich Blüte nicht verbunden? Muss ich schnell machen. So, okay, ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Kampf. Es könnte jetzt sogar sein, dass wir verkacken. Er ist Wasser. Was heißt Cosma ist wahrscheinlich hier die beste Wahl. Das heißt, zuallererst werde ich mal die gegnerische Verteidigung senken. Wir testen erstmal, obwohl nee, wir testen am besten erstmal, auf was er anfällig ist. Deswegen mache ich erstmal lahmere Psynergy, außer bei Cosma, weil ich einfach glaube, dass Cosma hier am besten zurechtkommen wird. Und natürlich Aaron überhaupt nicht, weil Poseidon ist halt Wasser und ich glaube, das könnte sich nicht so gut vertragen. Aber wir können es ja mal versuchen. Und, hatte ich recht, Poseidon umgibt ein Kraftfeld? Was? Umgibt ein Kraftfeld? Ich mache keinen Schaden? The Fu? Oh nein. Moment. Was müssen wir machen? Ich greife jetzt mal mit allen. Moment. Wir haben doch diesen komischen Dreizack. Er hat doch auch einen Dreizack. Vielleicht kontern die sich aus. Einfach mal versuchen. Und hält den Dreizack zum Himmel. Was passiert jetzt? Okay, Poseidon nimmt 178 Schaden und das Kraftfeld wurde durch. Ah, okay. Dann hatte ich ja Glück, dass ich drauf gekommen bin. Oh fuck, er kann sich heilen. Gut, zuallererst müssen wir mal Felix heilen. Ja, ich mach mal gleich Phoenix. Dann Jenna, was machst du? Du machst Dunst. Dann machen wir jetzt die gleiche Taktik nochmal. Aber das sah sehr nett aus, den Dreizack zu benutzen. Oh nein, Gegenschlag. Mit 17 Schaden. Ach so. Okay. Hoffentlich hat das jetzt nur auf Cosma gewirkt. Nee, tut es nicht. Also gegen alle Angriffe. Moment, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer da eigentlich im Vorteil war. Oh, das ist doof. Oh Gott. Heiliges Blechle. Der Typ ist auf jeden Fall, Moment. Die Verteidigung entzieht durch Kuss. Achso, nee, das ist einfach nur KP spenden. Habe ich vielleicht ein Lebenswasser? Nur für den Fall der Fälle. Nein. Obwohl, ich habe doch Phönix. Da kann ich doch auch Phönix benutzen. So, und ansonsten Heilaura. Und Aaron. Was machen wir am besten? Er schafft ein Schild aus Wasser. Ja, doch, das ist ganz okay.
Hoffen wir jetzt einfach nur, dass er, dass hier Poseidon keine wirklichen großartigen Basilisk oder so kann. Wobei, den kann er wahrscheinlich. Ich könnte es mir glatt vorstellen. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, Beschwörungen aufzubauen. Mal sehen. Ja, erhöht Verteidigung ist schon mal ganz gut. Dann mal sehen. Nehme ich mal Asche. Dann Blitz und so, dich brauche ich wahrscheinlich für Kombi-Beschwörungen oder sowas. Elementare Widerstände. Ja, ich glaube, das könnte mir auch helfen, weil Poseidon greift irgendwie ziemlich viel mit Wasser an. Ist ja klar, Poseidon ist ja eine andere Bezeichnung für den Gott des Meeres. So, ach, Jenna ist effektiv. Na gut, dann. Na dann. Ja, Telefonschlag. Nächste Runde ist Heilung angesagt. Und zwar einmal zur Sicherung mit Blüte und dann noch, weil Jenna angreifen muss mit Hitzesturm. Deswegen habe ich auch Felix Blüte aktivieren lassen, damit ich dann dahingehend abgesichert bin. Verhindert Schaden durch Verstecken. Vergiftet Gegner beim Angriff. Das ist doch schon mal was. So, und dann als nächstes, was mache ich noch? Starker Hieb senkt Verteidigung. Das ist auch nicht schlecht. Oh, hoffentlich geht jetzt keiner tot. Oh, zum Glück nicht, aber Blüte hat nicht so viel geheilt, wie ich gehofft hatte. So, Verteidigung senkt. Irgendwer geht jetzt drauf. Ich sehe es kommen. Ach doch nicht, zum Glück. Aber als ich gedacht habe, dass einer nicht drauf geht, ist einer draufgegangen. Deswegen bin ich mal sicher gegangen und bin vom Schlimmsten ausgegangen. So, was mache ich jetzt nächstes? Verhindert Schaden durch Verstecken. Ja, das ist ganz gut. Dann als nächstes, was machen wir noch? Ja, ich würde sagen, generell senkt gegnerische Verteidigung ist immer gut. Ja, Cosma löste sich in Luft auf. So, Geschwindigkeit ist gefallen, das ist auch gut. Widerstand ist gefallen. Gut, Felix, was machst du als nächstes? Mächtige Teamattacke, das klingt doch schon mal vernünftig. So, Jenna, du bist nochmal zum Heilen. Und ich werde dann zusätzlich nochmal Odem auf Jenna einsetzen, einfach damit wir dann mehr einsetzen können. So, dann als nächstes, was machst du denn mal? Ja, ich würde sagen, wir benutzen mal Odysseus. Die Beschwörung haben wir ja erst vor kurzem bekommen. Ich glaube, ich habe die sogar noch gar nicht gezeigt. Könnte also dementsprechend interessant werden. So, mal sehen. Und oh, das sieht interessant. Habe ich die doch schon gezeigt? Ich weiß es gerade nicht. Wenn nicht, sie sieht cool aus. Oh, 1037 Schaden. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Oh, nette Teamattacke mit Jenna. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes werde ich mal... Mal sehen... Ja, ich würde sagen, dann beschwöre ich Gericht. Jenna, du entfesselst mal... Redox kontert einen gegnerischen Angriff. Ja, warum nicht? Könnte helfen. Und Cosma, du beschwörst mal... Ja doch, beschwör mal Moloch. Dann können wir nämlich nächste Runde mit einem leicht verstärkten Blitzwert... Progne war es, glaube ich, beschwören. Ich habe nicht immer alle auswendig im Kopf, deswegen. Und, na toll. Beide machen jetzt Gegenschlag. Es passt. Und, ja, Geschwindigkeit fällt um 0. Toll. Aber die Windkraft ist um 10 gestiegen und das ist schon mal viel wert. So.
So, dann noch mal ein schönes Gericht. Ja, 882 Schaden, das klingt doch schon mal sehr vernünftig. So, Tarnumschlag. Und Gegenschlag. Super. Gut. Dann als nächstes. Ja, dann würde ich sagen, wird Cosma geheilt. So, Jenna, du wirst dann nochmal Kanone entfesseln. Obwohl, ich glaube, wir sollten lieber Megera nehmen. Einfach, weil wir dann Feuer und Wind kombiniert haben. Das macht vielleicht mehr Schaden. Und dann nochmal normaler Angriff von Aaron. Ja, 422 Schaden klingt doch schon mal ganz gut. Und natürlich die Angriffserhöhung, die darf man auch nicht vergessen. Und, oh, wir haben es geschafft. Yay. Super. Und wir haben einen Psy-Kristall bekommen. Auch nicht schlecht. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Fahren wir einfach mal weiter und... Wo sind wir? Oh, wir sind in der Mitte von Meer der Zeit und... Ja, unsere Djinns verbünden sich alle wieder. Dem Ganzen können wir aber wieder Abhilfe schaffen. Achso, die erholen sich noch. Und wir sind mächtig angeschlagen. Mächtig angeschlagen. Und tja, ich würde sagen, da vorne ist das, was wir suchen. Das, worauf wir so lange hingearbeitet haben. Liegt direkt vor unserer Nase. Lemuria. Ich würde allerdings sagen, nach diesem wirklich grandiosen Bosskampf werde ich hier den Part beenden. Und im nächsten Part sehen wir uns dann mal dieses hübsche kleine Städtchen da vorne an. Wir haben ja schließlich lange gebraucht, um es zu finden. In diesem Sinne, bis dann Leute. Bye bye.